Hallo Ladies, Blutdruck senken, so wie ich das mache, das möchte ich ganz stark betonen. Und das ist eine individuelle Methode, die keinen Anspruch erhebt darauf, dass alle das so machen müssen und dass es bei allen so funktioniert. Es ist meine Methode, aber die finde ich interessant. Barbara F. Natürlich weiß ich, dass es ganz viele Vorschriften gibt, wenn man hohen Blutdruck hat. Und erstaunlicherweise oder dummerweise merken die meisten Menschen gar nicht, wenn sie Bluthochdruck haben und leiten natürlich dann auch keine Maßnahmen ein. Aber es gibt zwei verschiedene Sorten von Blutdruck. Und das eine ist der, der immer hoch ist und der erstaunlicherweise anscheinend nicht zu spüren ist. Und der andere hohe Blutdruck ist, der oft hoch ist, der bei Stress hoch ist, der bei sehr wenig Entspannung, bei zu wenig Schlafen, bei zu wenig Bewegung kommt. Und der kann aber bei den entsprechenden Maßnahmen sofort runtergehen, was der andere nicht tut. Der richtige Bluthochdruck, der braucht eine ordnungsgemäße Behandlung und ordnungsgemäßes Leben danach, wie zum Beispiel gut schlafen, gutes Essen, kein Fastfood, Bewegung und. Das ist ja bekannt. Das ist absolut bekannt. Aber der temporäre Blutdruck, den meine ich. Und dafür gibt es Mittel. Und zwar recht gute. Ganz einfach, aber vielleicht auch doch nicht. Wir haben einen Parasympathikus und einen Sympathikus. Der eine, der steuert die Entspannung und der andere, der Sympathikus, der steuert, obwohl er sympathisch heißt, der steuert praktisch die Aufregung. Und wenn man viel Stress hat, dann kann es sein, dass also der Sympathikus immer, das kann man messen, da gibt es so tolle, geht man zum Arzt und kann messen, das sind dann so schöne Balken, wie auf jeder Grafik, dann kann man sehen, der Stresspegel ist wieder mal ganz, ganz hoch und der Entspannungspegel ist ziemlich im Keller. Und dann kann es sein, dass man hohen Blutdruck kriegt. Und das ist des Öfteren bei mir oder sage ich jetzt einfach mal gewesen. Und dann habe ich so einige Sachen recherchiert und habe die sehr erfolgreich betrieben. Möglicherweise hilft es dem einen oder anderen. Es gibt Methoden dagegen, dass man temporär und zwar relativ schnell einfach runterkommt. Und das ist ja das Entscheidende. Ein Dauerhochblutdruck, der stresst die Adern ganz enorm und die Blutgefäße und sie werden eigentlich mit der Zeit immer unbeweglicher und erstarren. Und es ist, deshalb ist es ja so ungesund und deshalb ist ja auch Schlaganfallrisiko und all das Ding. Aber wenn man zum Beispiel eben diesen Push-hohen Blutdruck hat, dass er einfach hochgeht, dann kann er auch wieder runtergehen. Und die Ärzte sagen, es ist nicht mal so gefährlich, wenn man dieses Achterbahnblutdruck hat, weil dann die Gefäße zwangsläufig eben beweglich bleiben und dann schrumpfen sie mal wieder und dann dehnen sie sich wieder. Also es ist auf jeden Fall besser als ein Dauerhochdruck. Und es ist noch ein ganz entscheidender Unterschied. Den Dauerhochdruck, den merkt man selten. Man hat vielleicht einen roten Kopf oder fühlt sich irgendwie matt oder schwindlig oder irgendwas. Aber das sind so sanfte Symptome, die kann man gut übersehen und überspüren. Aber wenn Sie so einen Schwupp-Wupp-Schwupp-Wupp-Blutdruck haben, das übersehen Sie nicht. Es fängt auf einmal an, in den Schläfen zu pochen und Sie haben das Gefühl, Sie merken das sofort. Und jetzt mal ein ganz toller Tipp vorweg. Wenn Sie irgendwie vermuten, wenn Sie das Gefühl haben, na, ab und zu könnte mein Blutdruck doch spinnen, entweder zum Arzt gehen und messen lassen, aber das ist natürlich auch ein bisschen unbequem, sondern einfach ein Blutdruckmessgerät sich zuzulegen. Ein Messgerät, ein ganz kleines, das reicht vollkommen aus für meine Zwecke. Das ist eines, das gibt man hier an den Arm hin und dann kann man damit seinen Blutdruck messen. Es gibt natürlich weitaus kompliziertere und teurere und es gibt Oberarmmessungen. Aber ich kann den Wert ja abgleichen das nächste Mal, wenn ich in irgendeiner Praxis bin und kann einfach schauen, stimmt mein Gerät so plus minus, weiß ich nicht, dass ich es einschätzen kann und dann ist es gut. Und dann legen Sie sich, wenn Sie das Gefühl haben, Sie bräuchten irgend sowas oder es könnte mal von Nutzen sein, dass Sie es messen, dann legen Sie sich so ein Ding zu, die sind nicht teuer.
Und dann können Sie das einfach messen. Manches Mal täuscht man sich auch. Und das finde ich dann nämlich ganz prima, dass ich mir denke, oh, jetzt ist alles wieder dann. Man merkt es wirklich, man merkt es. Es fängt an zu pochen und es fängt an, man denkt, man explodiert es gleich. Und dann messe ich mich und dann denke ich mir, so kann der Mensch sich täuschen. Also doch. Und dann nützt es aber trotzdem, wenn man eine kleine Entspannung macht. Ich reagiere einfach so, wenn ich wirklich Stress habe, wenn ich mich zu wenig bewege, was doch immer wieder vorkommt, beste Vorsätze, aber oft passt es einfach nicht in die Zeit. Und dann reagiert der Körper so, weil er die Bewegung braucht und ab und zu die Entspannung, ist ja ganz klar. Und wenn man da nicht drauf achtet, dann kommt es eben dazu, dass man irgendwann chronischen Hochdruck hat und der ist dann auch beseitigbar, ja. Aber dann muss man schon sehr viel mehr umstellen und sehr viel mehr noch aufpassen, als wenn man es ab und zu die Spitze brechen kann. Also, ich wollte Ihnen ja sagen, was ich dagegen tue. Zum Beispiel durchs linke Nasenloch atmen. Also, Sie halten sich das rechte Nasenloch zu und atmen einfach nur links, ein und aus. Und wenn Sie dann noch das toppen möchten, dann legen Sie die andere Hand, die frei ist, wenn Sie das hier so zuhalten, dann legen Sie Ihre linke Hand, legen Sie einfach auf den Bauch und spüren, wie Sie tief in den Bauch atmen. Und Sie werden sehen, naja, 5 Minuten, 10 Minuten sollte man es machen. Dabei vielleicht die Füße hochlegen und einfach dieses Atmen. Das linke Nasenloch und das rechte Nasenloch zum Atmen, die haben 2 verschiedene Ergebnisse. Das linke, das stimuliert den Parasympathikus. Der Sympathikus ist eben der hoch und der Para ist der runter geht. Also links stimuliert die Entspannung und rechts, wenn es Ihnen mal nicht so gut geht und Sie möchten ein bisschen Power haben, dann atmen Sie durch das rechte Nasenloch und das pusht Sie dann ein bisschen hoch. Das ist zum Beispiel eine Methode, die relativ schnell hilft, also 5 bis 10 Minuten. Und dann ist die Kombination, dass Sie sich dabei gleich einmal entspannen und ein bisschen Ruhe geben, in so einem Moment auch nicht falsch. Das nächste ist, dass ich Arginin nehme. Ich habe mir damals so einen Packen gekauft, so eine Tüte. Und ich hoffe, dass ich so alt werde, dass ich das verwenden kann, weil ich brauche natürlich da nicht ständig was und nur immer ganz wenig. Arginin, warum funktioniert Arginin? Arginin, das möchte ich Ihnen mal vorlesen, ganz kurz. L-Arginin leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung gesunder Blutgefäße, Arterien, Adern, Venen sowie den damit verbundenen Organsystemen. Damit kann die Aminosäure unter anderem dazu beitragen, den Blutdruck zu regulieren. Also das ist sozusagen offiziell und meine Erfahrung ist das ganz genauso. Ich habe natürlich wieder meine altbewährte Waage, die kennen Sie ja inzwischen auch. Und die kann natürlich so ganz, ganz, ganz klitzekleine Grammaturen abmessen. Und damit machen Sie sich einmal einen Referenzlöffel sozusagen vom Quantum her und dann brauchen Sie nie mehr das Abmessen, sondern dann wissen Sie, wie viel Sie nehmen dürfen. Und dann gebe ich das in ein Glas Wasser und gut ist es. Und ja, es schmeckt auf Deutsch scheußlich, es schmeckt bitter, aber bitter sind wir doch gewohnt von den Bitterkräutern und außerdem, das ist ein Schluck und dann ist die Sache erledigt. Sie können dieses schmackhafte Pulver natürlich jederzeit mit irgendeinem Fruchtsaft, Apfelsaft, was auch immer Sie haben, essen. Sie könnten auch, wenn Sie möchten, ein bisschen Honig reintun, schadet alles nichts. Also die Wirkung ist die gleiche und vielleicht schmeckt es Ihnen dann besser. Und dann funktioniert auch noch Gehen. Gehen und dabei atmen. Wenn es wirklich mal so ist, dass ich das Gefühl habe und den Messwert, dass ich jetzt sofort explodiere, was selten vorkommt, aber es kommt vor, dann gehe ich einfach spazieren. Und zwar, ich gehe auf der Geraden, nicht anstrengend irgendeinen Berg hoch, was bei uns in der Gegend leicht möglich wäre, aber ich suche mir eine Gerade aus und gehe ganz langsam, aber in einem guten Tempo und atmen. Und zwar
am Anfang ist es ein bisschen, man ist ein bisschen beklemmt, wenn es wirklich so mal ganz hoch ist. Und dann gehen sie einfach schön langsam und zählen bis 3 meinetwegen nur und atmen auf 5 oder 6 aus. Wenn ihnen dieser Unterschied zu kompliziert ist oder zu heftig, dann versuchen sie, dass sie am Anfang gleich einatmen, gleiche Zeit ausatmen. Und dann nach ein paar Schritten geht es dann einigermaßen und dann versuchen sie, dass ihre Ausatmenzeit immer länger wird. Immer länger, aber natürlich nicht so, dass sie in Luftschwierigkeiten kommen, das wäre völlig kontraproduktiv, sondern sie atmen ein und es kann nur so sein und dann atmen sie aus und gehen auf 5 oder 6 und dann nach einer Weile, wenn sie sehen, sie können länger ausatmen, viel länger als zu Beginn ihrer Reise. Und wenn Sie das 10 Minuten machen, ich habe da so eine Strecke, da laufe ich 5 Minuten hinter und 5 Minuten wieder retour und dann ist mein Blutdruck aber sowas von unten, das ist ganz fantastisch. Ich weiß nicht, ob das für alle funktioniert, Bewegung ist natürlich für alle Menschen gut, aber es ist natürlich hauptsächlich für diese Art von Blutdruck, Hochblutdruck, der so auf den Moment kommt und der geht dann auch meist auf den Moment wieder runter. Ich nehme keinerlei, in solchen Situationen nehme ich keinerlei weitere Chemie oder irgendwelche Tabletten oder irgend sowas. Es geht wirklich mit diesen Methoden, die ich Ihnen jetzt erzählt habe, geht es wirklich ganz prima. Was natürlich die ganze Sache unterstützt und auch, dass diese Attacken eben weniger kommen, ist, wenn man ganz konsequent sich sozusagen die Mittelmeerdiät aneignet. Natürlich ohne Pizza. Und ohne allzu viel Spaghetti, aber einfach dieses Gemüse, viel Gemüse essen, wenig Fleisch, ab und zu gutes Fleisch und ansonsten schöne Öle, dann nützt es natürlich auch was. Aber das sind so mehr die allgemeinen Regeln. Das andere waren meine speziellen Methoden, um wieder runterzukommen. Ich verlinke Ihnen wie immer einen Film, der dazu passt und dann ist natürlich obligatorisch. Ich möchte Ihnen mein Buch ans Herz legen. Es sind viele Sachen drin, die das Älterwerden hinauszögern oder angenehmer machen. Es ist kostenlos. Lassen Sie sich kommen und ja, haben Sie Spaß damit beim Lesen. Ich kriege immer wieder so viel Feedback, ich finde es ganz fantastisch. Die Leute mögen das Buch. Danke, dass Sie da waren und tschüss, bis zum nächsten Mal.